Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst möchte ich gerne auf zwei Dinge eingehen, die ich bei den Ausführungen von der Kollegin Gajek und bei den Ausführungen von Kollegen Koplin tatsächlich bedenklich finde, wenn wir uns hier vornehmen, also eine so wichtige Frage wie die langfristige Sicherung der medizinischen Versorgung in der Versorgungsregion sachlich zu diskutieren. Frau Gajek hat immer hier Vorhaltungen gemacht, die Politik der Landesregierung und also die Festsetzung der Planungsbeteiligtenrunde würde die einzelnen Standorte gegeneinander ausspielen. Das möchte ich mal zurückweisen und vor allen Dingen feststellen an dieser Stelle, das Gegenteil ist der Fall. Wenn man einfordert, dass vor dem Hintergrund der tatsächlichen Entwicklung, der demografischen Entwicklung und der Versorgungsbedarfe in einer Region, man an allen Standorten alles hochhält, dann spielt man diese Standorte gegeneinander aus. Und nicht, wenn man sich an einen Tisch setzt und versucht, wie man eine Arbeitsteilung hinbekommt. Und der zweite Punkt, Herr Koplin, Sie haben hier wunderbar dargelegt, wie die Zahlen, die Fallzahlen in der Pädiatrie, sagen wir mal, Ihre Position stützen und die Position, sagen wir mal, die die Planungsbeteiligten eingenommen haben, nicht stützen. Nämlich, dass es kein entsprechendes Absinken gibt. Und da finde ich, sollten Sie bei aller Emotionalität doch bei der Sache bleiben und uns hier nicht versuchen, hinter die Fichte zu führen, indem Sie also einfach Zahlen, die Ihnen nicht in den Kram passen, weglassen. Sie haben nämlich wohlwissend aufgehört, zu belegen, dass zum Beispiel im Vergleich von 2010 zu 2014 die Fallzahlen um ein Fünftel einbrechen. Die letzte vorliegende Zahl von 2014 belegt, dass es einen massiven Einbruch der Fallzahlen um ein Fünftel gibt. Und wenn man da natürlich vorher einen Strich zieht und sagt, nö, also ein Absinken kann man hier nicht beobachten und alles andere lasse ich unter den Tisch fallen, das finde ich nicht in Ordnung. Meine Damen und Herren, auch ich möchte noch mal vorwegschicken, auch namens unserer Fraktion, dass wir großen Respekt vor der Arbeit der Bürgerinitiative für den Erhalt des Kreiskrankenhauses Wolgast haben. Und in dieser Bürgerinitiative haben viele Menschen vor Ort sehr engagiert für ihr Krankenhaus gekämpft und haben über 19.000 Unterschriften gesammelt. Und damit haben diese Menschen, das respektieren wir, das wertschätzen wir, ihren Wunsch nach einer guten Gesundheitsversorgung in der Region Greifswald, Wolgast und Anklam zum Ausdruck gebracht. Und genau dieses Thema, dieser Wunsch, also die langfristige Sicherung von Versorgung in der Region, bewegt uns auch heute hier im Landtag. Und genau dieses Thema, langfristige Sicherung der Versorgung, das hat auch den Ausschlag gegeben für die Beratung der zuständigen Planungsbeteiligten. Die reden über die Struktur und die Ausrichtung der Krankenhäuser. Und da sitzen die Krankenhausgesellschaft am Tisch, genauso wie der Städte- und Gemeindetag, der Landkreistag, die Krankenkassen, die Ärztekammer und das Gesundheitsministerium. Und die Beratung dieser Planungsbeteiligten hat gezeigt, dass die langfristige Sicherung der Versorgungsangebote in dem Dreieck Greifswald, Wolgast, Anklam möglich ist. Das ist sehr in unserem Sinne. Aber dass dieses Ziel eine veränderte, neue Arbeitsteilung und Ausrichtung einzelner Standorte erforderlich macht. Heißt, Erhalt aller Standorte, ja, das ist unser erklärtes gemeinsames Ziel. Im Übrigen auch im Einklang mit den Beratungen, die wir ja alle gemeinsam auch in der Enquete-Kommission getätigt haben. Das heißt aber auch, dass der Erhalt aller Fachdisziplinen an allen Standorten wirtschaftlich nicht darstellbar ist und im Gegenteil, dass ein Erhalt aller Abteilungen an allen Standorten dieses Ziel der langfristigen Versorgungssicherheit sogar konterkarieren würde. Meine Damen und Herren, mit Blick auf das Engagement der Bürgerinitiative möchte ich noch mal betonen, dass es bei den Beratungen und der letztendlichen Vereinbarung zwischen Krankenhausgesellschaft, Städte- und Gemeindetag, Landkreistag, Krankenkassen, Ärztekammer, Gesundheitsministerium, Trägern eben nicht darum ging, im Handstreich Einrichtungen zu schließen, sondern
Es ging allen Beteiligten mit großer Ernsthaftigkeit darum, durch kluge Schwerpunktsetzung die Versorgung langfristig zu gewährleisten. Oberstes Ziel war und ist die Sicherung der Krankenhausstandorte im Land, und dazu gehören Anklam und Wolgast beide. Was nützt es den Menschen in der Region, über Krankenhausstandorte zu verfügen, die zwar auf dem Papier über alle Fachrichtungen verfügen, aber die am Ende aufgrund der Rahmendaten, Auslastung, Fachkräfte keine langfristige Lebensfähigkeit aufweisen? Und dieser Aspekt fehlt mir in der Diskussion. Die zu behaupten, dass es genug Fälle für alle Betten in diesem Versorgungsdreieck gibt, das ist nicht zutreffend. Meine Damen und Herren, hier sind die wesentlichen Dinge zur Situation in der Versorgungsregion gesagt worden. Ich möchte trotzdem noch mal kurz skizzieren, was in der Debatte oft und gerne vergessen wird, ist, dass nämlich die an der Versorgung beteiligten Krankenhäuser in Anklam und Wolgast selber angezeigt haben, dass sich etwas in der Arbeitsteilung und in der Struktur ändern muss. Die Träger der Krankenhäuser haben von sich aus darauf hingewiesen, dass dringender Handlungsbedarf besteht, um die Standorte zukunftsfest aufzustellen. Und es ist also mitnichten so, dass die Initiative von der Landesregierung und schon gar nicht vom Landtag ausging. Und das ist der wesentliche Aspekt, den ich in der Debatte zu berücksichtigen bitte. Was ist anschließend passiert, nachdem die Träger entsprechende Veränderungsbedarfe angezeigt haben? Anschließend haben sich die Planungsbeteiligten an einen Tisch gesetzt mit dem Ziel, eine tragfähige Lösung für beide Standorte zu finden bei sich ändernden Rahmenbedingungen. Und eins ist zur Kenntnis zu nehmen: Mecklenburg-Vorpommern hat seit Jahren mit dem demografischen Wandel und mit den sich daraus ergebenden dramatisch veränderten Versorgungsbedarfen umzugehen. Und es wird zunehmend schwerer, das erforderliche Fachpersonal zu gewinnen. Und zudem stellen vor allen Dingen ja auch bundesgesetzliche Regelungen neue und strengere Qualitätsanforderungen an die Krankenhäuser, was sich selbstverständlich auch auf die Leistungsmengen auswirkt. Und das sind Faktoren, vor denen die Planungsbeteiligten die Augen nicht verschließen können. Das dürfen die nicht. Und vor diesen Fakten bitte ich auch alle an der Debatte hier im Land Beteiligten, darüber hinaus nicht die Augen zu verschließen. So, und jetzt haben die Planungsbeteiligten also eine Vereinbarung getroffen, und damit hat es sich keiner leicht gemacht. Es handelt sich, und das ist gesagt worden, sicherlich um keine populäre Entscheidung. Das dokumentieren ja auch eindrücklich die über 19.000 Unterschriften für die Bürgerinitiative. Aber wir werben dafür, dass es sich vor dem Hintergrund der realen Gegebenheiten um einen sachgerechten und am Ende auch notwendigen Schritt im Interesse der Patienten und Patienten handelt. Zusätzlich ist nicht von der Hand zu weisen, die Betrachtung von dem Kollegen Koplin kann ich an der Stelle nicht nachvollziehen, dass Anklam geografisch so gelegen ist, dass mehr Menschen im Landkreis die Geburtshilfe und die Kinderheilkunde innerhalb der fachlich empfohlenen Standards erreichen können bei der Arbeitsteilung. Und eins wollen wir gemeinsam erreichen: Wir müssen dringend einen ruinösen Wettbewerb und damit ein schrittweises, ungesteuertes Sterben einzelner Abteilungen verhindern und eine sinnvolle Arbeitsteilung zwischen den Standorten stärkt langfristig nicht nur ein einzelnes Krankenhaus, sondern eine solche Arbeitsteilung stärkt eine gesamte Versorgung in der Region. Und noch eins vielleicht zum Schluss: Wenn wir uns die Auslastungszahlen anschauen, dann werden wir auch in Zukunft feststellen, dass es in der Region keine Unterversorgung geben wird. Im Gegenteil, von der besseren Arbeitsteilung zwischen den Krankenhausstandorten wird die Region profitieren. Meine Damen und Herren, mit Blick auf den vorliegenden Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, genau das Gegenteil träte ein, wenn die Landesregierung die Uhr nun zurückdrehen würde. Und deshalb lehnen wir den vorliegenden Antrag ab. Herzlichen Dank.